Phänomenal schwer. Jetzt sind wir auf dem dritten, das nebendran, hoch. Halt. Das nebendran? Ja, das da. Dann von dem geht es doch schräg nur noch weiter. Ich bin jetzt. Nee. Doch. Das langt. Jetzt dahin, dann haben wir es geschafft. Also halt zur halb. Safe, weil ich sehe da Muni. Boah, aber was für Muni. Yeah, erste Secret, geil! Wie viel gibt's hier? Jetzt haben wieder drei. Ich bin auch so optimistisch, dass ich immer alle drei schaffe. Ich lebe und habe 30, ich habe 1 von 30 Secrets. Beim Anlauf 1, sehr schön. Gut. Oh. Was ist dieser Fotzenlevel mit den Dinos? Schon von der Rotze redet. Übertrieben! Ist gut! Alter! Gut für Opa? Wollt ihr mich verarschäppeln? Sag mal! Das Wasser? Ja. Was hat das Ding eben ausgehalten? Das geht ja auf keine Kuhhaut. Ja. Oh ne, da ist nur Musik. Ja, Leute. Ich glaube, der Kaiser macht hier jetzt mal einen Endschnitt, weil ich habe irgendwie keine Lust mehr gerade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tomb Raider 3 wieder. Kaiser over and out. So Leute, da sind wir wieder zu TR3 mit dem guten alten Kaiser Katana und wir haben einen Special Guest. Magst du dich vorstellen? Ja, ich bin diejenige, die dieses Safe Game gegeben hat. Richtig. Ihr dürft euch alle jetzt bei mir bedanken und einen Kniefall vor mir machen. Ihr müsst es aber nicht. Doch. Das hört sich noch irgendwas an. Ah, das ist schon wieder so ein Ding. Oh, Lara. Ich höre Pistolenschüsse, das ist schon mal gut. Ey, das Ding trifft mich, obwohl ich in der Luft bin. Das ist Cheaterei. Boah, Lara, du bist so bescheuert. Jetzt hat er mich schon wieder. Ey, ich lade gleich den Speicher, ich hab nur noch halbe Energie. Das Ding erhalten! Boah, weißt du was, leck mich am Arsch. Nein. Lad. Das machen wir nicht. Ich lade das Ding, ich hol mir den Granatenwerfer, ich stückel das Ding in 10 Millionen kleine verfickte Scheißteile, Alter. Da geht's schon morgens los. Bitte? Hast du einen Raketenwerfer? Nee, aber Granatenwerfer, der langt. Ach, Raketenwerfer ist geil. Hab ich ja noch nicht. Oh. Ist schon wieder dreimal übersehen. Der war bis jetzt noch nicht. Den hast du bloß noch nicht gesehen.
Der war bestimmt schon. Wo ist denn der hergekommen, der Dino? Das will ich jetzt sehen. Will ich das verarschen? Hä? Jetzt kommt er nicht mehr. Der versteckt sich nur. Der hat gesehen, dass ich einen Granatenwerfer draußen habe. Dieser Hurensohn ist so nett war jetzt. Hallo. Ich laufe das Frack da jetzt ab, bis du kommst. Oh. Das bin ich nicht, keine Angst. Aber ich sehe, wie ein Dino abgeschnitzelt wird von so zwei Jägern. Und der Dino macht davon mal gar nichts. Ach, ich gehe wieder. Das wird so blöd. Da hinten war ja noch irgendwas. Das ist ein Granatenwerfer draußen. Was war da jetzt davon? Okay, was ist das hier? Oh, das sieht aus wie... Das ist kein Sieg, schade. Hätte ja sein können! Das also ich sehe überhaupt nicht, was er macht. Ich... Ey, da liegt ein MP5! Wo er gerade ist. Da liegt ein MP5-Gewehr! Fett! Da hinten steht ein Jäger, der macht aber nichts. Wieso macht der nix? Ha! Jetzt soll er doch vom Dino gefressen werden? Oh, das sind zwei. Ja. Oh komm, ich helfe mal von hier oben aber mit der Pistole mit. Ich hab alle jetzt hier keine Muni. Ah, so weit komme ich wieder nicht. Ach, die haben ihn schon tot. Na herrlich. So, das kann jetzt ungefähr eine Stunde dauern, bis ich den Tod hab. Du darfst ruhig reden, gell? Ja, ich hab nur leider keine Ahnung, wo du bist, ne? Ich schieß gerade auf zwei Dinos, kommentiert das doch mal. Hey, der eine ist tot. Hey. Fett. Au. Nein, er ist nicht tot, er hat nur so... Oh, ein Drecksau, der hat gespielt. Hab nur so getan. Ey, das ist abnormal, was die Wichser aushalten. Oh, der erste ist tot, cool. Nach gefühlten 5 Millionen Kugeln. Da brauchst man eine andere Waffe. Ja, aber ich hab so wenig Muni für den Rest. Oh. Muss man ein bisschen Munition sparen. Ich benutze ja keine anderen Waffen. Oh, oh. Hast du nicht irgendwie Uzis oder sowas? Ich bin geklitscht. Boah, du Hurensohn. Ich komm hier nicht weg. Boah, ich krieg einen Aggress. Ich krieg einen richtigen Aggress. Gib mir die Desert Eagle. Gib mir diese verfickte Desert Eagle. Jetzt wird er aggro. Drei Schuss. Ist mir jetzt so scheißegal. Ich kann ein Medikit benutzen wegen dieser verklitschten Scheiße. Ah! Hurensohn-Dino, Alter. Nur weil seine Eltern Geschwister sind. Ah! Sowas kotzt an. Entschuldigung. So. Wie komme ich denn an diese Scheiße da ran? Wie komme ich denn da hoch? Da? Da liegen Medikits auf dem Baum. Blind bin ich ja auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Oh. Wenn ich wüsste, wo du bist, könnte ich dir bestimmt was sagen. Ja, das wollen ja aber die Abonnenten nicht. Die wollen ja... Ha, ich hab's. Ja. Wieso ist das kein Secret? Weil die dich ärgern wollen. Das war jetzt knapp. Ja, ist klar. Die Fackeln sind das Secret. Wollt ihr mich gerade veräppeln? Weißt du, da liegt ein fettes Medipack. Ne, das ist kein Secret. Aber die Fackeln, die nebendran liegen, das ist das Secret. Ey, das ist wertvoll, ne? Die braucht man immer mal. Ich benutze die gerne. Jawohl, die Schwuchtel hat MP5-Muni verloren. Ich werde dieses Ding schon wieder Medikit benutzen. Scheiße, Mann. Wollte ich doch nicht. Die MP5 habe ich immer gerne benutzt, um diese Dinos da umzubringen. Da liegt ein toter Dino. Da habe ich aber noch nichts gemacht. Dann ist es schlecht, oder? Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ja? Liegt der auf dem Boden oder hängt der? Der liegt. Der liegt? Ja. Das sollte dir zu denken geben. Wer könnte das gewesen sein? Was habe ich noch meisten Munition? Boah, ich nehme die MP5, die ist assi geil. Habe ich 500 Muni.
Oh, Musik kündigt sich an, das Spiel hängt kurz. Was ist das? Kurzer Prozess, 4 Mini-Dinos niedergestreckt. Ah, ich weiß, wo du bist. Hm? Das ist eine sehr spannende Stelle. Wieso bin ich gleich tot? Nee, die ist ziemlich cool. Das weiß ich wenigstens, wo du bist, das ist schon mal gut. Ja, da hinten sind Fackeln. Fackeln im Wind. Fackeln. Ja, da ist doch ein Wandschalter. Ah, nee, das ist eine Lampe. Aha, ich dachte, das ist ein Wandschalter. Toll, und was gibt's hier? Da liegt ein toter Typ, cool, der hat irgendwas. Ey, der hat Muni und Schlüssel. Den Schlüssel brauchst du. Was ist das für eine Musik? Warum trampelt's hier? Ja. Ey, da ist Schrotmuni. Oh, fuck you. Oh, aber lieber ab. Gib mir eine andere Waffe. Geht der tot? Ja, die musst du umbringen, ne? Der ist ein Igel. Jetzt machen wir einen kurzen Prozess. Oh, wow, der ist ja schnell. Wenn der Soldat da oben noch lebt, dann hilft er dir auch. Was für ein Soldat denn? Na, oben auf der oberen Ebene müsste doch so ein Soldat noch rumrennen. Falls Lara ist tot, weil sie hat den Dino berührt. Außerdem hat er eben 12 Schuss Dings geschluckt und es juckt nicht. Wie unrealistisch ist das denn? Das ist Tomb Raider. Ja, drei. Stimmt. Na, ich benutze für die kleinen Dinos keine Ach. Hey, da hinten das Medikit habe ich auch nicht gesehen. Ja, hat doch was gebracht, als ich gestorben bin. Siehst du? Ja, herrlich ist das eine Scheiße hier. Da hast du ja direkt keinen Bock mehr, wenn du so ein Dino vor der Fratz hast. Ja, aber der geht wirklich auch tot. Nicht, dass der mich da so verarschen ist, invisible, unverwundbar und so Zeug. Nee, den musst du, glaube ich, sogar umbringen. Wieso? Ich kann doch aus der Anhöhe einfach flüchten. Ah, nee, ich komme da weiß wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ich dachte, du musst ihn umbringen. Ah, nee, dann ich glaub, musst du ich irgendwie so einen Hebel drücken, damit du wieder hoch kannst. Glaube ich. Ey, da ist noch ein Medipack, das war doch keine Schrotmuni. So. Bevor ich den Schlüssel nehme, speichere ich nochmal, dass ich die ganze Scheiße hier nicht nochmal machen muss. Mhm. Wähl mir schon mal was Hochexplosives aus. Was war denn der Granatenwerfer? Da ist er. Obwohl, ich könnte auch mit der Harpune machen, das ist vielleicht sogar effektiver. Das könnte... Nach hinten losgehen? Nicht ja, sein. Auf, so komm doch, du Feigling! So viele hast du nicht. Oh, da ist er. Was ist das denn? Was hat der für eine Reichweite? 2 Zentimeter? Ja, es ist ein bisschen arg unrealistisch, was die Lara an Schaden kriegt, wenn der mich berührt. Weil er... Ey! Das ist schon wieder tot, ey. Ah, ich sehe, was für eine Tür aufgegangen ist. Ich will ja nicht unrealistisch sein, aber es ist wirklich sehr, sehr unrealistisch, was der aushält. Ich weiß. Du musst dich in so einer ganz stillen Ecke verdrücken und den von da erledigen. Hier gibt's keine Stille. Da müsste irgendwo eine Nische sein. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, habe ich mich immer in so eine Nische reingestellt, wo der nicht reingekommen ist. 19, 20, 30. Hallo? Das waren 30 außer Desert Eagle. Und? Sie ist schon wieder tot. Dann musst du die Harpune jetzt versuchen. Ich krieg voller Aggress. Was ist denn das für ein behinderter Hurensohn-Level, Alter? Der ist unverwundbar. Weißt du, wie viel Desert Eagle Schaden macht? Was glaubst du, wie lange ich dann mit der verfickten Pistole brauche?